Viele von euch schwanken zwischen dem Samsung Galaxy A50 und dem UMIDIGI A5 Pro. Nach dem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Daten von beiden Geräten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Handys unten verlinkt. Design. Bei der Kategorie Design ist das Galaxy A50 mit 51:49 Punkten sehr knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 37 Gramm leichter, 0,5 mm dünner, 1,2 mm schmaler und 6,1% geringeres Volumen. Das UMIDIGI A5 Pro hat auch etwas vorzuweisen und hat folgenden Vorteil: 2,5 mm kürzer. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm ist das Galaxy A50 mit 69:47 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 0,8% höhere Pixeldichte, 2,6% höhere Auflösung, 1,6% größere Bildschirmgröße, besitzt bruch- und kratzfestes Glas, OLED bzw. AMOLED-Bildschirm und Bildschirm ist immer an. Das UMIDIGI A5 Pro hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: besitzt ein IPS-Panel. Leistung. Im Bereich Leistung ist das Galaxy A50 mit 91:70 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 1,3% schnellerer Prozessortakt, 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 96 GB mehr interner Speicher, 6 Nanometer kleinere Halbleitergröße, hat NX-Bit, hat dynamische Frequenzskalierung, hat AES, 384 GB mehr externer Speicher unterstützt, nutzt HMP, hat Trustzone, 1,8-fach höheres Benchmark-Ergebnis und 2 Speicherkanäle mehr. Das UMIDIGI A5 Pro hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 1600 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit. Kameras. Beim Punkt Kameras ist das Galaxy A50 mit 64:53 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 31% mehr Megapixel der Hauptkamera, 1,6-fach mehr Megapixel der Frontkamera, verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, 5,6% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Das UMIDIGI A5 Pro kann auch punkten und hat folgende Vorteile: hat einen Blitz mit Dual-LEDs und eine Blitz-LED mehr. Audio. In der Kategorie Audio ist das Galaxy A50 mit 62:56 Punkten deutlich vorne. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser: ein Mikrofon mehr. Akku. Beim Punkt Akku kommen beide Smartphones auf 64 Punkte. Folgendes Merkmal besitzt das UMIDIGI A5 Pro: 3,8% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Bei der Kategorie Eigenschaften gewinnt das Galaxy A50 eindeutig mit 86:76 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: zweifach schnellere Downloads, unterstützt NFC, 0,8 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, hat Typ-C USB-Anschluss, unterstützt ANT+ und benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Ergebnis. Das Samsung Galaxy A50 liegt in der Gesamtwertung mit 73 eindeutig vor dem UMIDIGI A5 Pro mit 53 Punkten. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Handys verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Spezifikationen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare.
Lasst mich und alle anderen gerne wissen, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.